Ja, schönen guten Nachmittag. Ich freue mich auch, dass wir hier alle so erschienen sind und an einem so wunderschönen Tag an produktiven Visionen für eine europäische Zusammenarbeit darüber nachdenken und Solidarität zeigen und die Flagge hissen. Gerade verschieden europäische Regierungen die Grenzen des Sagbaren und die EU-Außengrenzen in die Türkei und nach Libyen. Erklärtes Ziel ist es, mithilfe der libyschen Küstenwache geflüchtete Menschen aus den Augen und aus dem Sinn zu verbannen. Aber jede Flucht und jede Verdrängung sucht uns in Form von Meldungen ertrunkener träglich wieder. Weil wir alle Menschenrechte genießen und niemand über dem Recht steht, ist die Verletzung der Menschenrechte auf dem Mittelmeer und an anderen Außengrenzen ein Verbrechen gegen uns alle. Das Recht, Todesurteile zu sprechen, gebührt keiner Küstenwache und auch keinem Innenministerium. Allein die Zivilgesellschaft hat in der Flüchtlings- und Migrationspolitik Flagge gezeigt. Hier wurden Heldinnen und Helden geboren. Migration ist die offene Wunde Europas. Nationalstaaten ducken sich wahlweise weg oder kaufen sich von der Verantwortung frei. Dabei ist es einfach, auf Küstenstaaten zu zeigen, die lange Zeit alleingelassen wurden. Was wir brauchen, ist daher nicht die Flucht in Isolation von nationalen Egoismen, sondern internationale Solidarität. Dafür müssen auch europäische Institutionen radikal neu gestaltet werden. Unterdessen wird die Energie vergeudet in die Festung Europa und die Bildung von immer größeren Zäunen und Außengrenzen, statt legale Wege für Migration zu schaffen. Dabei gibt es konkrete politische Lösungen, die wir ins Auge fassen müssen. Die einzige Möglichkeit, das Sterben auf dem Mittelmeer zu beenden, ist, sichere Wege für Migration zu finden. EU-Konsulate auf der ganzen Welt müssen dazu berechtigt sein, Schengen-Visas für Arbeitssuchende auszustellen. Und außerdem müssen gefährdete Menschen in der Lage sein, einen internationalen humanitären Pass zu bekommen. Bisher haben nur Superreiche die Möglichkeit, Pässe verschiedener europäischer Länder käuflich zu erwerben. Aber Bürgerrechte dürfen kein Luxusgut sein. Eine europäische Such- und Rettungsoperation muss gegründet werden, die Migrantinnen retten und nach Europa begleiten. Internationale Flüchtlingsorganisationen brauchen mehr Ausstattung, zum Beispiel der UNHCR. Und der EU-Flüchtlingsdeal mit der Türkei muss endlich aufgekündigt werden. EU-Kommunen müssen besser ausgestattet werden, um Neuankömmlinge zu unterstützen und Brücken zu bauen. Statt Europa als Festung brauchen wir ein Europa der Übersetzung. Sprachliche, kulturelle und ethnische Grenzen können nur überbrückt werden, wenn wir es auch wirklich so meinen. Es braucht dafür mehr Übersetzer statt Zäunebauer. Denn nur wenn Europa keine Festung ist, dann ist keiner von uns eingesperrt. Dear friends, I'll try to give a short summary of what I just said in English. At the moment, what we're seeing is that European politicians, people, politicians in this country included, are trying to push the boundaries of what can be said and what can be done. So the outer borders of the EU are currently moving deep into other countries such as Libya and Turkey. The EU deal with Turkey needs to be scrapped immediately because it causes inhumane treatment of people and is against the Geneva Convention of Human Rights. So what we're talking about today should be something that really within our, you know, in our European collective shouldn't be at stake. And it seems to be at stake. So let's try to craft our European institutions, and I say European institutions because it's the worst and the best we have, in such a way
that we can, build safe routes for migrants to come over to Europe, to be able to imagine that also we can reach out to people, building bridges instead of, building walls. So if we arrive at a point where we live in the fortress Europe, we'll end up living in a prison, in a golden cage, as it were. So let's stop the inhumane treatment at the borders. Let's celebrate the heroes that we have, who fought hard on the borders and on the Mediterranean Sea, where they showed the courage and the passion to actually do something they get criminalized for, which is to save lives. I hope we'll be inspired and keep on fighting for the right cause. Thanks a lot.